So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin mal wieder unterwegs, ein paar Eier ausbrüten. Ich habe wieder fleißig gesammelt. 9-10 Kilometer Eier sollen heute aufgehen. Wundert euch nicht, ich sehe aus wie ein Penner. Versteck mich auch gerade, ne, unter der Kapuze, dass mich keiner erkennt. Das Video habe ich irgendwann aufgenommen. Wundert euch also nicht, wenn ich anders aussehe, als ich gerade aussehe. Aber wie auch immer, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Was macht der denn da? Das ist verboten, ne? Immer diese Leute. Wir laufen auf jeden Fall jetzt erstmal runter Richtung Park. Muss mal hier drücken. Richtung Park, da kann ich nämlich immer schön im Kreis laufen. Eine Parkrunde ist ungefähr 1 Kilometer. Das heißt, 10-mal im Kreis laufen und dann sind die Eier auch fertig. Wir warten noch, dass es grün ist. Melden uns zurück, wenn die Eier aufgehen. So, wir laufen eigentlich gerade da lang, wo wir letztens auch schon lang gelaufen sind. Da war der Ditschen aber noch dabei. Da gab es sogar ein Shiny aus den 10-Kilometer-Eiern. Ein Shiny Barsch war. Wir haben hier noch ein Bidoof sitzen, also ein Bidiza. Aber ich glaube, wenn wir das weggefangen haben, müssten die Eier auch voll sein. Also aufgehen. Diesmal habe ich sogar ein Sternstück angemacht. Habe ich beim letzten Mal ja vergessen. Beziehungsweise absichtlich nicht gemacht. Genau, er läuft hier rüber. Da vorne ist eine Bank. Ich glaube, wir könnten aber mal stehen bleiben. Dann ist das nicht so hektisch und ich bin nicht so aus der Puste. Gucken mal, was da dabei ist. Wieder ein Barsch war mit 16 Bonbons, 2500 Staub. IV, ja, sind schlecht, sieht man. Das nächste 10er. Ich glaube, Barsch war sowieso am häufigsten vertreten. Also, dass das das Sinnloseste, was aus den 10-Kilometer-Eiern kommen kann, deswegen kommt es auch so oft. Lichtel ist dagegen schon besser. Ich glaube, 3800 Staub hat es mitbekommen. 13, 14, 12 geht natürlich auch besser. Trotzdem, Bonbons sind immer gut zum Mitnehmen, zum Entwickeln. Und ihr wisst, Skelabra immer noch ein richtig guter Feuerangreifer. Das nächste Barsch war mit 32 Bonbons, 4800 Staub, mit schlechten IV, egal. Bei Barsch war, was zählt bei Barsch war? Ein 100er wäre vielleicht interessant, aber ansonsten braucht man da eigentlich nichts. Noch ein Barsch war, ich glaube, ich mache mir eine Strichliste, 23 Bonbons, 3500 Staub, beim Barsch war 15 Angriff, sehr schön. Nehmen wir mit, haben das nächste 10er Ei. Ich möchte gerne noch einen Kaumalat oder sowas. Absol! Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. 16 Bonbons, 2400 Staub. Das ist wenig. Wenig Bonbons und wenig Staub. Vielleicht ist es ja ein gutes. Alter, 10, 10, 11. Das ist das fast das Schlechteste, was ihr aus dem 10er bekommen könnt. 10, 10, 10 wäre das Schlechteste. Aber das hat einfach 10, 10, 11. Da bleibt mir die Spucke weg. Noch ein Absol. Vielleicht hat das ja mehr Bonbons. 3400 Staub und mehr Bonbons. Vielleicht hat das deswegen jetzt auch eine bessere IV. Ein 96er mit 14, 14, 15. Das ist auf jeden Fall schon besser. Ich weiß gar nicht, was das beste Absol ist, was ich habe. Ich glaube, das könnte da gut hinkommen. Aber mit Absol macht man ja eigentlich auch nichts. Lohnt sich eigentlich auch nicht hochzuziehen. Hier dieses komische Marmolit da, wo ich dachte, da gibt es vermehrt Staub, wenn man das fängt, aber war ja nicht so. Ging ja um dieses Ohr doch. Jetzt habe ich gar nicht auf die Bonbons geachtet. 15 Angriff, der Rest auch nicht so krass. Können wir also gleich weiter drücken. Da saß auch noch ein Charmian, was es ja noch als Shiny gibt. Noch ein Barsch war, warum auch immer. Immer mehr Barsch war. 4800 Staub, 32 Bonbons, aber ein 98er. Können wir mal mitnehmen. Wir drücken mal kurz auf das Charmian. Ist leider kein Shiny. Aber wir haben noch ein Ei. Das ist sehr schön. Das nächste Mal setze ich mich einfach hier auf die Bank. Warum stelle ich mich denn immer? Und ein Shinux. Hätte ja ein Shiny sein können. 3,8 und 25 Bonbons. Schlechte IV. Geht noch was? Nee, das war's, glaube ich. Wir können gleich mal wieder ein Ei einsammeln. Diesmal ist es nur ein 2er. Eigentlich wollte ich aufs Pikachu drücken, habe das Charmian schon wieder erwischt. So. Also diesmal kein Shiny, aber ein 96er und ein 98er. Ein bisschen Staub, ein paar Bonbons, alles was man so halt braucht. Das Pikachu nehmen wir noch mit.
Wann habt ihr das letzte Mal Zähne-Eier gebrütet? Was war das letzte, was bei euch aus dem Zähne-Ei kam? War da ein Shiny dabei? War da was Gutes dabei? Schreibt's mal in die Kommentare. Sabrina brütet ja auch immer viel Eier. Ich bereite das jetzt hier mal vor für Folgen, wo ich nicht zu Hause bin, wo ich nichts machen kann, dass ich die zwischendurch mal reinstopf als Lückenfüller. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.